so alt, wie es aussieht? Geschafft. Scheiße, was war das? Das ist doch scheiße. Ich muss eine Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Was zum Teufel war das? Versuch's wenigstens. Hättest wegbleiben sollen. Los, versuch's. Sehr tapfer. Aber auch sehr klar.
gehst du hin? Scannen nach Feinden. Dieser Bereich ist sauber. Setze Suchprotokoll fort. Bereich sicher. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Fehlalarm, Kampfbereitschaft einstellen. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffenden Bürgern wird kein Leid geschehen. Hey, was brauchst du? Alles sauber. Ist reichlich vorhanden. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Cool. Das ging ja ratzfatz. Nach oben. Was zum... Nein. Nein, es ist nichts. Okay.
Hey, du hast noch ein Schätzchen aufgebaut. Ja, her mit den leckeren Daten. Du hast Zeit und ich habe einen neuen Ort, an dem du eines meiner Schätzchen aufbauen kannst. Oder wir gehen einfach shoppen. Sag mal, was du so hast. Alles klar. Was zum Teufel war das? Wir waren noch nicht fertig. Du hast dich sehr gut geschlagen, Bruder. Zeit zum... Du kennst mich wie der wilde Kuhle. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Ja. Hey, nichts. Zumindest sind... Cool. Du bist langsam paranoid. Da ist nichts. Was denn? Hm? Ich hab was gehört. Das Geräusch da. Was ist das? Krieg den mal wieder. Hey.
ein Stealth-Boy. Das war's. Scheiße! Nichts. Zumindest sieht es verdammt noch mal danach aus. Ich werd verrückt, ich schwör's. Ist da! Es heißt wohl Abschied nehmen. Siehst du noch mehr? Verdammt. Alles klar? Irgendwas gebrochen? Wie ich sehe, hast du einer dieser tollen Vault-Anzüge. Eine Einheitsgröße für alle, was? Diamond City, was? Von Ghoulen hält man hier nicht sonderlich viel. Keine Ghule in Diamond City. Schaff das Ding hier raus. Zeit für einen kleinen Test. Oh, aber Mr. Bist Sticky, du nicht ein bisschen alt für die Schule? Geschrieben. Und seitdem haben wir eine Menge gelernt. Dieses Wissen wollen wir jetzt mit einem Test festigen. Aber ich bin müde. Ich erkenne bei allen unseren kleinen Gelehrten einen hohen Grad an Erschöpfung. Vielleicht kann der Test doch warten? Na gut. Ganz Sie richtig. Haben ich gehe gewonnen. Zur Abendschule. Wir machen den Test später. Juhu! Den Anzug kenne ich. Es du wirst zu denen, die unter der Erde leben. Stellen wir einmal Ihre Rechenfähigkeiten auf die Probe. Was ist 12 mal 15? Hundertachtzig? Ganz genau. Ich sehe, Ihre Eltern haben Ihnen den Wert von Bildung vermitteln können. Familie ist wichtig, oder? Diese Liebe, von der die Kinder sprechen, ich glaube, sie brauchen sie, um lernen zu können. Ich glaube, man muss ihnen nur das Gefühl geben, dass die Welt nicht jede Sekunde um sie herum einstürzen könnte. Ja, ich schätze, es ist nicht möglich, ein Kind großzuziehen, wenn der Himmel einstürzt. Ich habe noch eine Frage, bevor Sie gehen. Es ist kein Test. Ich habe nur nicht so oft die Gelegenheit, mit Erwachsenen zu sprechen. Diese Liebe, von der ich immer wieder höre, kann man die auch für jemanden empfinden, selbst wenn die Person ganz, ganz anders ist als man selbst? Von wem redest du?
Niemand. Stellen Sie sich einfach vor, der eine ist groß, gut aussehend und klug. Und die andere ist sanft, aber etwas metallisch. Wenn man jemanden liebt, sollte man die Person festhalten. Morgen könnte sie nämlich schon fort sein. Ich danke Ihnen. Sie haben mir geholfen, bei einer wichtigen Sache eine Entscheidung zu treffen. Ein Reisender. Tut mir leid, Sie sind hier falsch. Das hier ist eine Schule, kein Laden. Eine Schule, was? Ja. Jedes Kind in Diamond City erhält hier kostenlos Unterricht. Wir unterrichten sogar nachts, falls sie tagsüber zu viel zu tun haben. Ich fürchte, sie sind etwas zu alt, um sich hier anzumelden. Ich bezweifle, dass sie auf einen der Stühle passen würden. Aber das hier ist ein öffentliches Gebäude. Sie können sich also ruhig etwas umsehen. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss mich wieder an meine Unterrichtsstunde machen. Mr. Zwicky ist der Lehrer hier. Hey, Mr. Zwicky. Ich muss mich um die Schüler kümmern, aber Sie können sich gerne etwas umsehen. Aufgepasst. Wenn Henry und Sally... Hey, Edna. 16, das ist einfach. Beachten Sie mich gar nicht weiter. Mit meinen einziehbaren Fingern bin ich manchmal so ungeschickt. Also, wer kann denn bis 3 zählen? Ah, aber was, aber wenn Sie Henry den und Sally 20 Stücke haben, aber jede Mutterbeere nur in 4 Stücke schneiden? Wie viele Mutterbeeren hatten Sie am Anfang? Sie hat... Professor, ich habe eine neue Theorie, wie das Institut die Synths herstellt. Oh nein. Wir haben dieses Gesprächsthema nach dem letzten Mal doch zum Tabu erklärt, weißt du nicht mehr? Das Geschrei. Ich, wie ich 3 Nächte auf dem kalten Boden im Labor geschlafen habe. Das war deine Entscheidung. Und mal ganz im Ernst. Synths, die aus dem Boden wachsen und aus neu zusammengesetzten pflanzlichen Zellkernen bestehen? Ich meine, wie sollten sie? Aha. Du willst also doch drüber reden. Oh, sieh mal, wir haben einen Besucher. Dr. Duff, könntest du sie beschäftigen, während ich vor diesem Gespräch flüchte? Hallo, bist du wegen des heutigen kostenlosen Biologieunterrichts hier? Biologieunterricht? Ganz genau. Meistens sind die Kinder aus der Schule als erstes hier. Aber ich wüsste nicht, wieso ich den Unterricht nicht auch mit dir beginnen könnte. Wir alle sprechen von Strahlung, als gäbe es nur eine Art Strahlung. Aber es ist eigentlich ein Begriff, der für verschiedene Arten von ionisierender Strahlung verwendet wird. Es gibt Röntgenstrahlung, Beta-Strahlung, Gamma-Strahlung. Aber um welche Strahlung müssen wir uns die meisten Sorgen machen? Welche Strahlung wird mit den alten Bomben von vor 200 Jahren in Verbindung gebracht?